Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing von mir, eurem Bicecafé. Heute gibt es die letzte Tin, und zwar die Hooper X-Tin. Hier haben wir Hooper vorne drauf, hier wieder Latias an der Seite. Hier Hooper, hier Y-Cursor, hier oben wieder mit diesem Sticker. Hier die Rückseite. Und ja, und mein Bruder Peter ist auch noch dabei. Hoi! Und wir fangen gleich an, die Box aufzumachen. So. Das müsste reichen. Plastik in den Müll. So, hier ist nochmal. Jetzt ganz vorsichtig die Karte hier rausnehmen. Hier ist also Hooper X. Es ist XY, ich glaube 71. Das ist ganz schwer zu lesen. Hooper kommt jetzt auch in der Hülle. Ja, super, keine Schrammen hinten. Das kommt an die Seite. Dann haben wir hier noch die Codekarte für das Ganze. Dann haben wir noch in der Box. Vier Booster, und zwar zwei Ancient Origins, ein Warring Skies und ein Primal Clash. Welche Booster willst du aufmachen? Ich würde gerne die beiden Ancient Origins, weil ich möchte einen Giratina ziehen. So, okay, dann fange ich jetzt mit dem Primal Clash an. Fangen wir wieder mit den Ältesten an. So. Hier ist der Booster-Code für euch. 2, 3, 1, 2. So, die Tin startet mit einem Schneckma, glaube ich, ist das. Ein Bunnelbee. Ein Lotorzel. Ein Mediteam, ein Bidoof, Bidiza, Aegon Spirit Link, ein Torchic Half Art, ein Lanturn, unsere Reverse ist ein Barboat, ich glaube Schmerbe, und unsere Rare ist, es ist Aggron X, wow, unsere erste Ultra Rare im ersten Booster. Die sieht ja mal mega geil aus. So, hier ist die Nummer. Hammer. Was für ein erster Puls, Sohn, würde ich sagen. Du machst es mit dem zweiten weiter. Ja, und ich mach hier. Ja. Hier ist der Code. Den 3 nach vorne. Und es fängt an mit. Lasander. Flamara. Faded Town. Anno. Also Incognito. Pupanze. Waumball, glaube ich. Mhm. Morlord. Golgantis. Verinium und Registeel. Und das zweite ja hier mit Hooper. Hier. Kirlia, Anfang war Spirit Link, dann Lucky Helmet, Persian, also Snubbly Cat, Pupanze, Felino, oh, mein Lieblings-Pokémon, Gumi, Tunnel, Incognito und Holo und Polygon Z. Das sind ein, zwei Booster. Jetzt bleibt noch mein Growing Skies Booster übrig. So, hier ist die Codekarte. 1, 2, 3. 1, 2. Und das letzte Booster an diesem Tin ist ein Pikachu, ein Inkay, Mauzi, Cascoon, Howlucha, Exeggutor, Trainer's Mail, Maniactric,
Unsere Reverse ist ein Talo, Schwalbine und unsere Rare. Die letzte Karte ist ein Seekrumm in Holo. Wow. Kommt in der Hülle. So, das sind unsere Pulls, also aus der Tin. Einmal Seekrumm in Holo, ein Argon X und das Hooper X. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut einfach mal bei meinen anderen Tin-Openings vorbei. Und ja, bis zum nächsten Video, euer Bicycle LP.